Ich begrüße euch zu einem weiteren Part Reise in die Vergangenheit. Wir spielen Land of Illusion, Staring Mickey Mouse. Nein, ich möchte das Intro nicht nochmal sehen. Wirklich nicht. So, wir sind auf der Karte. Ja, Land of Illusion, Staring Mickey Mouse, das ist auch eher mehr ein Spiel, das ich mit meiner Mutter zusammengespielt habe. Und wir starten mal Forest Stage. An das Spiel habe ich auch nicht mehr so viel Erinnerung. Aber es ist so ähnlich wie das Spiel aus mit Donald. Ja, ich habe das erste Level schon gespielt. Ah, nein. Mist. Ich hatte das erste Level nochmal gespielt, um mich da mal wieder ein bisschen reinzufinden. Deswegen weiß ich jetzt schon ein bisschen, wo das lang geht, das Level. Wie ich laufen muss. Und klar, ich bin ja mit sehr vielen Disney-Filmen aufgewachsen, auch mit Donald, Mickey. Wie kriege ich das denn kaputt? Wie muss ich das auf das Fieder werfen? Ach, oder ich glaube, ist das dafür gedacht, dass ich da hochkomme? Sieht so aus. Nun gut. Nein, lass mich durch. Na. Und das Spiel gehörte auch zu meiner Vergangenheit. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich was gelaufen. So, hier ist eine Schlange. Und der schmeiße ich jetzt mal einen Apfel im Drachen. Doch nicht. Okay, ich gehe nochmal runter. Und ich gehe wieder hoch. Magic. So, jetzt nochmal. Denn so können wir über die Schlange drüber laufen. Und es taucht eine Tür auf. Und wir haben dieses Level geschafft. War gar nicht mal so schwer. Allerdings, das zweite Level hatte ich angespielt, da komme ich nicht weiter. Ich komme mit diesem Geschwimme nicht klar. Aua. Bräuchte mal komme ich jetzt da runter? Aber wie kann ich die denn jetzt hier auseinandernehmen? Hä? Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier weiterkomme. Hilfe! Wie zum Henker kriege ich denn die Steine hier kaputt? Ich komme jetzt auch gar nicht mehr hoch. Ah! Okay, er kann stampfen. Okay. Jo,
funktioniert das. Na, Mickey, auf geht's durch. Was ist denn hier oben? Nix. Hier kann ich nur mal ein bisschen von meiner Luft... Wow! Von meiner Luft auffüllen. Besser funktioniert das eigentlich doch ganz gut. Nein, nein! Ah, jetzt habe ich vergessen hochzudrücken. Mist. What? Wie? Der hat mich jetzt. Der hat mich zweimal getroffen. Finde ich unfair. Aber hier gibt es auch ein. Jackpoint, was ich sehr sozial finde von dem Spiel. So, und wir warten mal ganz kurz, bis das hier... ...wieder durchgesaust ist. So. Und einmal hier durch. Aber das kann doch nicht wahr sein, ey. Ach, jetzt aber. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Goddammit. Ich kann dieses zweite Level nicht abschließen. Geht nicht. Mann. Ich bin immer wieder begeistert, wie schwer diese Spiele damals waren und wie leicht man es in der heutigen Zeit jemandem macht, so ein Spiel abzuschließen. So. Wollte hier nur mal ganz kurz warten. Wobei, jetzt Land of Illusion ist jetzt eigentlich auch nicht so schwer, finde ich. Es ist, vom Schwierigkeitsgrad her geht das. Aber ich habe da eben echt kaum noch Erinnerungen dran. Wie wär's so? So kommt man auch ganz gut. Mistvieh. Ja, und nun? Spiel ist sehr unsozial zu mir. Also solche Spiele habe ich wirklich immer sehr, sehr oft mit meiner Mutter gespielt. Da mein Vater war mehr der Rennspieltyp oder der... oder eben Street Fighter Typ. Er war nicht so der... Ach Mann, ey. Okay, warte, Moment, ich will erstmal Luft holen. Wieso kommst du wieder? Was soll das? Oh nee, ey. Nein, Mickey! Goddammit, ich hätte es fast geschafft, das zweite Level abzuschließen. Jetzt gehe ich Game Over, ey. Oh Mann, ey. Schade. Nun gut, aber das soll es auch schon gewesen sein. Ja, Land of Illusion, Staring Mickey Mouse. Also eigentlich auch nicht so schwer, das Spiel. Erinnert sehr an Dime Caper, Staring Donald Duck. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel gewesen.
Kennt ihr das Spiel? Bei Land of Illusion weiß ich, dass das auch für ein Game Gear rausgekommen ist. Und habt ihr dieses Spiel selber gespielt? Erinnert ihr euch noch daran? Und wie sieht's eigentlich bei euch aus mit den Disney-Filmen? Wie seid ihr, wie habt ihr eure Kindheit verbracht? Kennt ihr auch noch die guten alten Disney-Filme wie Disneys Herkules, Disneys Aladdin, Disneys Pocahontas? Meine Mutter liebte auch oder liebt immer noch den Disney-Film Die Schöne und das Biest. Ich bin froh, dass ich mit solchen Disney-Filmen aufgewachsen bin. Ja? Also ich fand die wirklich unglaublich schön, unglaublich genial und haben meine Kindheit auch sehr, sehr ja, bereichert, sage ich mal. Ich habe diese Filme immer sehr, sehr gerne angeguckt. Aber das soll es zu diesem Part gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, hören wir uns dann im nächsten Part von Reise in die Vergangenheit wieder. Bis dann. Ciao.